Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam die staatliche Wettbewerbspolitik an. Ziel dieser ist es, einen fairen und funktionstüchtigen Wettbewerb zu schaffen und zu erhalten. Warum will man das haben? Hier geht man davon aus, dass ein guter, ein funktionierender, ein fairer Wettbewerb eben zum Beispiel Innovation hervorbringt. Also, dass gute Produkte, neue Produkte erfunden werden und verkauft werden, was gut für den Verbraucher ist und für den Fortschritt allgemein. Gleichzeitig geht man davon aus, dass Wettbewerb dazu führt, dass Unternehmen eben auch faire Preise anbieten müssen, was auch wiederum für den Verbraucher absolut von Vorteil ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Gesetze, aber diese müssen auch umgesetzt werden. Und hierfür haben wir vor allem drei zuständige Stellen. Das ist einmal auf der europäischen Ebene die Generaldirektion Wettbewerb. Die ist angesiedelt in der Europäischen Kommission und hier gibt es auch eine Wettbewerbskommissarin. Darunter haben wir in Deutschland die wichtigste Behörde, das ist dann das Bundeskartellamt. Und ganz unten finden wir hier auf der Folie dann noch die Landeskartellbehörden. Die gesetzliche Grundlage der Behörden bei der Arbeit gegen Wettbewerbsverzerrungen ist das GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Hier haben wir jetzt einige Paragraphen, die für uns besonders wichtig sind, die wir uns in aller Kürze mal gemeinsam anschauen. Zunächst Paragraph 1. Hier gilt einfach das allgemeine Kartellverbot, das heißt, abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen sind prinzipiell einfach verboten, wenn sie den Wettbewerb einschränken. Dann haben wir aber schon Paragraph 2, der schon wieder Freistellungen von diesem Verbot, also Ausnahmen, quasi erlaubt und definiert. Das heißt, erlaubt sind solche Wettbewerbs durchaus ein bisschen einschränkenden Maßnahmen auch dann, wenn der Verbraucher profitiert. Also zwei Unternehmen schließen sich zusammen und dadurch entsteht zum Beispiel ein günstigerer Preis im Produkt. Oder was hier eben vielleicht auch eine sehr gute Grundlage sein kann für eine Zusammenarbeit, wenn der Fortschritt dadurch gefördert ist. Denken wir zum Beispiel an die Automobilindustrie. Hier erleben wir ja gerade, dass der Benzin- und Dieselantrieb in Frage gestellt wird, beziehungsweise alternative Antriebe ja schon wirklich entstehen. Ja, hier könnte man jetzt zum Beispiel sagen, es ist relativ teuer, die Brennstoffzelle als Antrieb weiterzuentwickeln oder den Wasserstoff eben. Und hier würde man dann einfach erlauben, dass sich Unternehmen zusammenschließen, um das gemeinsam zu entwickeln, sodass jeder die Kosten nicht mehrfach tragen muss. Der Verbraucher profitiert dann natürlich, weil wir modernere Autos haben, der Wettbewerbsstandort Deutschland bleibt wettbewerbsfähig insgesamt und so weiter. Paragraph 3 ist dann ebenfalls eine Ausnahme. Das sind Mittelstandskartelle. Die sind auch erlaubt, wenn kleine, mittlere Unternehmen eben ihre Wettbewerbssituation verbessern können durch eine abgestimmte Verhaltensweise. Wenn dann der Wettbewerb insgesamt nicht leidet, dann können sie das tun. Ganz wichtig ist dann aber auch nochmal Paragraph 19 des GWB. Hier ist einfach nochmal klar festgelegt, dass selbst dann, wenn ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, ist es nicht erlaubt, dass es diese Stellung ausnutzt zu seinen Gunsten und zu Missgunsten der Verbraucher. Das heißt also, klassische Kartelle, ja, zum Beispiel eine Preisabsprache zwischen zwei Unternehmen, die sind schlicht und ergreifend immer verboten. Es geht also prinzipiell darum, marktbeherrschende Stellungen von vornherein zu verhindern. Und deswegen gibt es die sogenannte Fusionskontrolle. Das heißt, Unternehmen haben eine Anmeldepflicht, zum Beispiel wenn sie ein anderes Unternehmen kaufen. Es kann aber auch sein, wenn ein Unternehmen einen großen Aktienanteil, zum Beispiel 30% aller Aktien eines anderen Unternehmens kauft, auch dann besteht eben diese Anmeldepflicht. Und das bedeutet, dass dann einfach überprüft wird, ob eine marktbeherrschende Stellung entsteht. Und falls das der Fall ist, dann ist diese Fusion nicht rechtens, kann nicht durchgeführt werden. Wichtig ist dann aber natürlich, sich überhaupt erstmal zu überlegen, wann sprechen wir überhaupt von einer marktbeherrschenden Stellung? Und das ist sehr klar definiert. Zunächst einmal geht es darum, dass ein Unternehmen keinen Wettbewerber bzw. keinen wesentlichen Wettbewerber hat.
oder dass zwei oder mehr Unternehmen eben auch keinem relevanten Wettbewerb ausgesetzt sind. Also es kann zwar dann durchaus 7, 8 Unternehmen im Markt geben, aber die zwei größten Unternehmen haben gemeinsam dann einfach schon einen Anteil von 90% oder ähnlichem. Ja, um das wirklich auch ganz klar in Zahlen niederzulegen können, hat man sich hier gewisse Marktanteile pro Unternehmen eben überlegt. Wir sprechen also von einer marktbeherrschenden Stellung dann, wenn wir ein Unternehmen im Markt haben, das ein Drittel der Marktanteile auf sich vereinigt. Auch dann sprechen wir von einer marktbeherrschenden Stellung, wenn wir drei oder weniger Unternehmen haben, die die Hälfte der Marktanteile auf sich vereinigen. Oder dann, wenn fünf oder weniger Unternehmen zwei Drittel des Wettbewerbs allein unter sich ausmachen. Jetzt ist es so, dass die ja stumpfe Anwendung dieser Regeln, dieser Matrix dazu führen könnte, dass gewisse Kartelle quasi verboten werden, obwohl die für das Land insgesamt und auch für den Verbraucher positiv vorteilhaft vor allem wären. Hier gibt es dann noch das Instrument der sogenannten Ministererlaubnis. Hier geht es um den Bundeswirtschaftsminister bzw. das Bundeswirtschaftsministerium. Und zwar können die, obwohl eine Fusion gegen die vorhin gesehenen Zahlen verstößt, dann trotzdem eine Abwägung machen. Nämlich es wird hier gegenübergestellt die Marktbeherrschung, die entsteht auf der einen Seite, gegen das Gemeinwohl, das eben durch diese Konstellation entstehen würde. Und hier kann es eben dann, wenn man zu einer Abschätzung kommt, dass das Gemeinwohl hier so gut ist, so profitieren würde die Gemeinschaft, dass man eben die marktbeherrschende Stellung in Kauf nimmt, könnte dann eine Ministererlaubnis ausgesprochen werden. So, dann haben wir ja schon wieder einiges gelernt. Wir haben uns angeschaut, warum man überhaupt staatliche Wettbewerbspolitik haben möchte. Wir haben uns angeschaut, das Bundeskartellamt vor allem als die Behörde, die jetzt in Deutschland hier aktiv ist. Dann haben wir uns das GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, angeschaut und dass eben klassische Kartelle mit Preisabsprachen und so weiter einfach prinzipiell verboten sind, es aber eben durchaus Ausnahmen gibt. Zum Beispiel eben auch die sehr wichtige Ministererlaubnis.